Ich mache einfach genau da weiter, wo ich das letzte Mal aufgehört habe. Und damit, okay, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. In der letzten Folge, ich weiß nicht so genau, was passiert ist. Schaut euch die letzte Folge an. War sehr informativ und, was? Ein Baby? War sehr informativ und, ach nee, das sind die da hinten. Ja, die kämpfen gegen Maschinen, aber ihr habt gar nichts davon. You were not. You will not see me. Tschüss. So, jetzt haben wir wieder komplett volle Heilung. Alles ist da, was da sein kann. Und dich loot ich dann mal. Was hast denn du Schönes für mich? Oh ja, lecker. Keine Ahnung, wir sind... Achso, wir sind wieder Beginn der Folge, Leute. Natürlich gucken wir als erstes ins Inventar. Wir haben zwei Fähigkeitspunkte gedöns. Das freut mich sehr. Verlängert die Zeit, die eine Maschine überbrückt, ist um 50%. Kämpft dann für uns. Ich sollte mich eindeutig mehr mit diesem Überbrücken befassen, aber irgendwie... Ah, mich catcht das noch nicht so. Wir kriegen bald ein drittes. Also erhält hier ja nicht mehr viele Erfahrungspunkte. Würde ich sagen, schauen wir dann nachher nochmal da rein, am Ende der Folge. Hier ist ein Lagerfeuer, an dem wir schon waren. Sie sind hier, oder? Ja, ein Gigant. Der Wahnsinn, ich sag's euch. Total cool, Leute. Vor allen Dingen, weil sie auch gut sind, nicht böse. Wo läufst du lang? Du trampelst mich jetzt aber nicht tot. Spur markieren. Nee, der läuft genau hier lang. Da habe ich denn das ausgeht. Hä? Cool. Einfach nur cool, dieses Ding. Solange es gut ist. Wer sieht denn mich hier? Ja, da hinten. Oh, das ist die Spur. Wir müssen hier hoch. Kommen wir davon alleine hoch oder müssen wir jetzt den Dings benutzen dafür? Das muss der Hang sein, von dem Sonas Bote erzählt hat. Wir sind aber ganz kurz die Umgebung scannen. Hier sind keine Gegner in der Nähe. Ganz ehrlich, das wundert mich sogar ein bisschen, weil... Ja, ihr könnt es euch denken. In dem gesamten Spiel in Fleck, wo es keine Gegner gibt, ist fast unmöglich. Ja gut, hier hinten der ganze Eisbereich, aber schaut euch den Rest der Welt an. Also alles voll. Wo muss ich denn hin? Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Die Kriegsherrin hat hier gelagert. Hier. Wohin ist sie danach gegangen? Ein Hase. Untersuche was? Eine frische Beute. Sona und ihre Krieger können nicht weit sein. Ihr Überblick verschaffen? Ich kann das scannen. Der alte Bogen hat schon viel erlebt. Das ist Verbandszeug. Sie müssen sich kurz ausgeruht haben. Pfeilreste. Niemand hätte ihn freiwillig zurückgelassen. Sona hat Verluste hinnehmen müssen. Ich darf das jetzt nicht mitnehmen? Oh, wie unfair. Der Bote war nicht ihr einziger Verwundeter. Es war sicher nicht leicht, nach dem Überfall weiterzumachen. Ich habe nicht gescannt. Majestätisch, so ein Viech, ich sag's euch. Als Haustier gerne. Hier haben Krieger Munition hergestellt. Ja, ich seh's.
Ich würde sagen, wir folgen mal dieser, wo markieren, überhaupt nicht auffälligen Spur am Boden. Oh. Aber die schaffen es aber auch nicht, ihr Ketchup auf dem Brötchen zu lassen. Spuren. Stiefel und Blut. Anscheinend wollten Sona und ihre Krieger zu diesem Berg. Das ist kein Blut. Safe nicht. Nun gut. Oh. Wortlich sind sie also auch noch gewesen. Ja, wie ich. So, da heile ich mich doch mal kurz voll. Yo, was? Hier ist nicht mal eine verdorbene Zone eingezeichnet. Ganz schnell mal hier weg. Nein, vergiss es. Yo, was war das für ein Sprung? Komm, zack. Schön die Umgebung im Auge behalten. Der zum Beispiel könnte ein mich toter Sägezahn. Vielleicht hat Sona ihn erledigt. Ja, gell? Sie könnte ganz in der Nähe sein. Der ist verdorben. Ich scanne lieber fünfmal die Umgebung, weil da können überall halt Gegner aus jeder Ecke rauskommen. Jo, der hinten hat mich fast gescoutet. Ah, ein Fuchs. Okay. Start halt random eine Cutscene. Dankeschön. Okay, ich lasse mich doch an. Wie random war das denn? Ein Glück, dass ich vorbeikam. Eine Sekunde später und der Sägezahn hätte dich erwischt. Nö, Profi. Ich hatte noch eine halbe, um ihn selbst zu erledigen. Dann bist du Kriegsherrin Sona? Val hat mich zu dir geschickt. Wie ging es am Tor? Es hielt bestens. Er hat selbst eine Maschine tapfer erschlagen. Er sorgt sich um dich. Unser Stamm braucht Stärke, keine Gefühle. Ich habe einige der Mörder bei der Erprobung gesehen. Ich will Rache. Du auch? Verlass ja, auf jeden drauf. Fall. Die haben Ross mir. Getötet. Leih mir deine Kraft. Komm mit. Okay. Darf ich den trotzdem Seite noch looten? Graben unsere Feinde Maschinen aus der Erde. Das Blut ist wertvoll. Andere Frage. Okay. Ja, der Dude da unten ist weg. Oh mein. Okay. Die Sünden der Alten sind doch begraben. Ja, ja. So einen habe ich zur Strecke gebracht. Bei Mutters Wacht. Darf ich speichern? Ich hoffe, find ich nett. Du wirst dir gerecht. Dankeschön. Ich würde auch gern Heilung mitnehmen, wenn ich dürfte, ja? Nur ein bisschen hier. Ich bin ein bisschen down. Also ein bisschen ist sehr übertrieben. Ich hätte gern volle Heilung schon, ja. Endlich sind wir nicht mehr allein unterwegs. Oh, Wildschwein, Mensch. Auf mir hinterher zu rennen, du bist doch selber schuld. Okay. Das hält sich. Vor Stunden haben sich Krieger unten im Wald versteckt. Auf mein Signal greifen sie an. Unsere Feinde und ihre Maschinen sind in der Überzahl. Aber wir haben den Zorn auf unserer Seite. Vielleicht haben wir mehr. Wie das? Das ist Lohe. Wir verbrennen es, sie sprengen damit. So entstand diese Grube. Wir zünden es also an und dann? Bumm. Dann lass uns beginnen. Oh, warte. Nicht so schnell.
Gib mir etwas Zeit, mich zu nähern. Wenn sie mich bemerken, feuert. Okay. Mal sehen, wie es läuft. Ich nehme trotzdem den Loot, ja. Wait. Darf ich ganz kurz mein Inventar noch aufräumen vorher? Bahn, warum gibt's denn so viele Stöcke in diesem blöden Spiel? Ton habe ich. So. Kauf gegen Metall sterben. Da stand's. Haben wir genug von. Ich glaube, das reicht erstmal. Jo, was ist das denn? Wüstenglas. Jo, wie viel wir davon einfach haben. Ja, Vorratskiste. Dann nehme ich noch die Lohn mit. Und hier war noch was. Jo. Nicht so jetzt einfach da unten reindiven. Und ihr wissen Sie, schon ein bisschen verbuggt. Was ist meine Aufgabe jetzt? Jetzt wird's laut. Ja, ich will den auch kurz durchsuchen. Der hat bestimmt was Tolles. Ja, ja. Stufe 17. Der ist down. Ja, oder auch nicht. Ich würde mich gerne mal heilen, ja. Der ist down. Er nicht. Jo, okay. Ja, für Looten ist immer Zeit. Das ist ja schließlich das Wichtigste am Spiel, ja. Looten. Darf ich noch fertig looten? Gibt's hier? Ja, ja. Umso mehr, umso besser. Vor allen Dingen Metallscherben. Hä? Okay. Gut. Ah ne, du bist ein guter. Aber woher kam gerade dieser rote Balken dann? Na gut, sprechen wir da mal mit ihr. Es ist nicht vorbei. Es waren viel mehr beim Hinterhalt, viele mehr. Wenn es sein muss, jage ich diese verfluchten Dreckskerle bis nach Speerweiten. Oh ja. Du bist verletzt. Du verlierst Blut. Meine Gesundheit geht dich nichts an. Niemand zweifelt an deinem Können. Aber du brauchst Ruhe. Sie hat recht, Kriegsherrin. Gib deinen Wunden Zeit zum Heilen. Wahl, was machst du denn hier? Du solltest dieses Tor mit deinem Leben verteidigen. Das ja, hat ja gut auch geklappt. Bis dein Bote kam, um von seinem Treffen mit Aloy zu berichten und von deinem Standort. Das Tor ist bestens bewacht. Mein Platz ist hier, bei dir, für die Vergeltung,
Das ist man mir schuldig. Ich könnte mich hier mal umsehen. Vielleicht finde ich heraus, wo die anderen Mörder sind. Tu, was du willst. Wie alle anderen. Mutter. Jo, also, mit Umschauen meinte sie wohl, ich darf alles looten, was ich finde und behalten. Dankeschön. Hier ist was Schönes, ja. Okay. Ah, alles davon lohnt sich nicht, aber gut. Okay. Persönlich interessiere mich mehr für das Zeug hier. Hä? Na, wir gehen mal irgendwo an eine erhöhte Position. Und looten vorher noch kurz diesen Wächter. Ja, nichts Wichtiges bei sich hat, aber ist ja auch egal. Wir gehen mal hier hinten. Wo komme ich hier überhaupt hoch? Ich frag mich, ob mein Fokus etwas finden würde. So. Nein, wir kommen da jetzt nicht hoch. Wir müssen einmal hier außen rum. Warum, mir sind Gegner jetzt egal. Ich habe gerade 10.000 fertig gemacht. Hier denn so spannend. Wo muss ich vielleicht... Vielleicht. Lieutenant, Sie haben die angeforderte Lohe für die weitere Ausgrabung erhalten. Hier im Metallring habe ich als Vorsichtsmaßnahme den gesamten Vorrat in einem Unterstand Metallring. Gelagert. Sicher vor Funken und Blitzschlag. Und ich habe Posten vor den Eingang gestellt. Ich empfehle dringend, Ähnliches zu veranlassen. Oder die Konsequenzen zu tragen. Nachschubmeister Tiran, Ende. Ein Lohe-Vorrat in Ihrer Basis. Wenn man den sabotiert, gewinnen wir. Ja, also... Ich habe etwas. Ja. Die übrigen Mörder haben ihr Lager in einem Metallring. Weißt du, was das ist? Verdammt. Der Metallring ist innerhalb von Teufelsleid. Der Ort ist verboten. Ja, aber das sind die Bösen, die dürfen doch eh alles. Eine Ausnahme erbitten. Wir haben keine Zeit dafür. Es gilt Blut um Blut. Ist das Land verflucht, dann soll es unsere Vergeltung heiligen. Blasphemie! Bitte, Kriegsherrin, brich das Tabu. Teufelsleid ist ein verfluchter Ort. Vielleicht wird Aloys Suchersegen uns beschützen. Ich sende Späher voraus. Wir werden uns am Felsen über dem Roten Echo treffen und unseren Angriff dort beginnen. Klingt nach einem Plan. Ja, dann... Bis später. Let's go. Angegangen. Ja, ist egal, jetzt ist sowieso. Wow. Aloy. Danke. Ob du mir auch noch danken wirst, wenn du siehst, wo wir landen? Mann, es lohnt sich gar nicht. Okay, wir laufen jetzt erstmal die 700 Meter da lang, weil die Zeit haben wir noch. Ich bin überrascht, wie sich diese Story entwickelt, weil sie entwickelt sich, also für meine Verhältnisse sehr positiv. Wir haben 3 Fertigkeits-Skills. Wie schon gesagt, gucken wir da mal hier rein, was es denn besonders gibt. Schwere Sperrangriff schlagen Maschinen schneller nieder. Also wir werden einfach noch stärker. Ach nee, wir können schneller betäuben. Ja, wie wäre es mit normalen Angriffen, die stärker sind? Dafür braucht man das hier. Okay, damit könnten wir weiter rollen. Das ist halt mega stark. Wir können einfach an den Gegnern vorbeirennen. Wir sind einfach unsichtbar. Aber das ist der Grundsatz für alles Weitere hier zumindest. Und dementsprechend kaufen wir das doch. Wie viel kostet das? Alles 3 ab jetzt. Okay, wir haben noch 1 übrig. Nun, gut. Quests ist mir erstmal egal. Ja, dann würde ich sagen, let's go. Oh, das freut mich. Das Game bockt. Könnte es sein, dass die Aussicht von dem Game nicht mehr so schön ist, weil ich die
Render Distance geändert habe. Die Vögel sind auch nicht real. Kann man die... Bestimmt kann man die. Will es jetzt aber nicht ausprobieren. So, hier gibt's noch was. Irgendein Kraut. Ja, das nehme ich mit. Ist bestimmt wichtig. So wie jedes Kraut in dem Spiel. Das werde ich vielleicht noch bereuen. Ah, weiß nicht. Als Retter der Welt ist schon cool. Ich frage mich sowieso, wie das Ende von Horizon Zero Dawn aussehen wird. Sind wir dann wieder in so einer Zeit wie jetzt oder wird das einfach... Ich habe schon die Trailer zu Forbidden West gesehen. Also wir werden immer noch so Jäger, Sammler, Sucher bleiben, so wie früher halt. Vor Hunderttausenden von Jahren. Ja, wobei, naja, wir haben ja schon ein bisschen weiterentwickelte Technologie. Aber ihr wisst, was ich meine. Aber ich find's trotzdem ganz cool, muss ich schon sagen. Also das Game hat bis jetzt so... Ja, also dafür, es ist halt schon älter, ja. Ich kann die Grafik hier nicht mit einem Forza 5 vergleichen. Aber zu meinem Fazit kommen wir dann noch, wenn wir fertig sind mit dem Game. Da muss ich mir dann noch wieder einen Notizzettel vollschreiben, ich sag's euch. Ich bin in friedlicher Absicht hier, ja. Diese Maschine nicht überbrücken. Wenn ich doch mehr darüber erfahren könnte. Perfekt. Jo, du bist selber schuld. Ich wollte einfach nur durchlaufen. Du bist mir hinterher gerannt. So, hier haben wir noch eine Lohe. Und am Lagerfeuer gibt's wieder ein Safe State. Bumm. Perfekto. Dann würde ich sagen, weiter geht's. Ja, noch 600 Meter. Laufen wir echt? Also wir laufen so und so genau gleich schnell. Da ist ein Truthahn, der gerade vor uns gespawnt ist, einfach. Ah, finde ich witzig. Er gibt uns Fleisch und das Fleisch, wie wir wissen, können wir bei Händlern für Sachen eintauschen. Apropos bei Händlern. Gibt es hier eigentlich irgendwo in der Nähe einen Händler? Ah, scheint nicht so. Nee. Hier unten gab es doch irgendwie. Ja, hier hinten. Nee, da habe ich jetzt keine Lust hinzulaufen. Hier gäbe es einen hier links. Ah, wobei ein Stück auf unserem Weg, wenn wir da weiterlaufen, wäre einer. Aber nun gut. Wer weiß, wie, ihr wisst, was ich meine. Für eine alte Rezeptur. Ich frage mich sowieso, wie viele Parts Horizon Zero Dawn dann am Ende haben wird. Denkt ihr schon so mehr als 50? Ich weiß halt nicht, wie lange die Story geht. Kann auch sein, dass wir schon relativ am Ende sind. Aber ich weiß es halt nicht. Vielleicht geht es ja jetzt auch schon aufs Finale oder so zu. Wobei, wir wissen ja immer noch nicht, was Zero Dawn ist, gell? Ah, vielleicht haben wir die Hälfte oder... Wir haben bestimmt mehr als die Hälfte schon. Weiß es nicht. Ich kann halt nichts dazu sagen. Dude! Ah! Hier irgendwo ist eine riesengroße Maschine. Ja, da hinten. Das sieht so majestätisch aus. Ich sag's euch, wenn ich das Spiel nochmal privat selber spiele, auf den höchsten Einstellungen, Junge, wird das cool. Bald, Leute, bald werdet ihr das auch erleben. Bisschen Sägezeit, ja. Mit dir will ich jetzt erstmal keinen Stress. Er hat mich nicht gesehen. Er hat mich nicht gesehen. Solange er weiter seine Strecke läuft, finde ich das ganz gut. Ist hier ein Händler? Bist du ein Händler? Nein, bist du nicht. Du bist einfach nur ein Jäger. So jung.
Ja, speichere einfach mal. Oh. Teufelsleid. Ein bedrohlicher Anblick, was? Fragst du dich nicht hinter manchmal, euch wie ist es was ausgesehen hat, als die Alten hier noch lebten? Du bist nicht wie andere, Nora. Ey, wenn ihr jetzt Wahl tötet, ich sag's euch. Ah nee, das waren die. Okay, alles safe. Kriegsherrin, unsere Späher haben Lager in den Ruinen gefunden, die den Eingang zum Metallring sichern. Gut, fangen wir mit diesen Lagern an. So schlagen sie keinen Alarm. In Ordnung. Zerstören wir die Lager, dann können wir unsere Feinde im Metallring überraschen. Ich schalte den Alarm aus. Wir senden zu jenem Lager Krieger aus, als Bereitschaft. Was du anfängst, beenden sie. Gut, also... Ich speichere jetzt nochmal kurz mit der Schnellspeicherung. Was? Ich wollte doch nicht gegen so einen kämpfen. Mach dich bereit. Jo, was ist denn mit dem los? Was ist das überhaupt für ein Viech? Ja, dann nehme ich auch mal die Feuerpfeile raus. Yo! Zeit zu kämpfen! Zeit zu töten! Vielleicht Zeit zu sterben! Uiuiui! Okay, wir konzentrieren uns. Dann geht es zum Metallring! Für unsere Rache! Heute brechen wir ein Tabu, um unsere Toten zu ehren! Ich will wissen, was der besonders hat. Ich sag euch, das ist so viel wert. Ich sag euch, das wird so viel wert sein. Rohstoffe, was kann ich rauslöschen? 10.000 Büsche wieder. Kann man Widerstandstränke? Brauche ich nicht. Rad, habe ich hier 100 recht? Sünder, habe ich davon noch irgendwo was? Habe ich genug von... Kühlsaft habe ich genug von... Lohn habe ich genug... Das hier will ich alles teuer beim Händler verkaufen. Ah, hier haben wir noch was. Perfekt. Also ich sage euch, das wird sowas von viel wert sein, weil das ist einfach so eine Riesenmaschine. Vor allem schaut euch mal dieses Design an. Dieses Grün. Okay, gehen wir schon weiter. In den Kampf. Attacke! Gerechtigkeit ist jede Ich glaube, die Bogen sind nicht ganz an die Leute dran getrackt. Weiß auch nicht. Hä? Ach da. Du verkraftest das recht gut. Das Betreten von verbotenem Land, meine ich. Findest du? Ich zittere wie dieser alberne Kaja-Priester bei der Segnung neulich. Es kommt mir vor, als wäre das schon ewig her. Ah, wir waren verschieden, Vala und ich. Immer im Wettstreit um den Respekt unserer Mutter. Also, meinen hast du, falls es etwas hilft. Danke. Das tut's. Diese Schlacht, das mache ich nicht für Respekt. Weder dein noch ihren. Ich tue es für Vala. Sie hätte das Gleiche für mich getan. Ja, safe. Okay, wir stehen die da oben einfach nur rum. Ich speichere nochmal. Worauf wartest du noch? Fordere den Feind heraus. Ja, hatte ich vor. Ich wollte nochmal kurz speichern, damit ich diese, falls ich sterben sollte,
Karte jetzt nicht mehr neu erleben muss oder falls ich neu lade. Es tut mir leid, weil das, wenn das Wasser nicht immer so super schön aussieht, kann da nichts für. Hier, wir haben hier wieder so ein... Ich habe keine Ahnung, was das ist. Auf jeden Fall, wie ihr hören könnt, Metal. Heavy Metal. Okay. Heilung. Jo, du denkst doch nicht im Ernst, dass du hier irgendwas kannst. What? Okay, der ist down. Hallo? Mit meinem... Ich habe ihn nicht getroffen. Ah, die sind schon da. Die können sich teleportieren. Kenn ich. Nein. Oh. Zack. Er ist weg. Okay, die sind auch down. Oh. Ah, ich habe aber genug Heiltränke. Oh, du bist ein Gegner. Sag das doch. Ich würde gerne meine anderen Pfeile ausrüsten, also die normalen. Gerade noch voll machen, perfekt. Nicht das Ziel aus den Augen verlieren. Oh, sorry, es war der falsche. Alle sind heute hier. Wir müssen es geschafft haben. Haben wir es? Das ist alles? Oh, das war ein Bereich von den 10.000, die da hinten noch auf uns warten. That makes sense. Soll ich die alle looten? Ich hab halt echt... Ich mag es zu looten. Ich finde es toll, wenn man was bekommt. Aber ich hab halt Angst, dass halt wieder nach 5 Sekunden mein Inventar voll ist. Einfach weniger, um den wir uns kümmern müssen. Den kann ich zum Beispiel nicht mitnehmen, weil wir... Warte, wir setzen einfach so einen Heiltrank an. Bring hier wieder ein, hä? Und wir sind wieder voll geheilt. Oh, Metallscherben. Metallscherben sind sehr gut. Frag mich, wisst ihr, wie viel wir haben? 2500, okay. Könnt ihr das sehen? Ja, die Facecam ist auf der rechten Seite. Ja, ich bin immer so... Normalerweise ist die Facecam ja links. Nur bei Horizon Zero Dawn auf der anderen Seite, weil ihr hier dieses kleine Inventar da drüben habt. Dieses mit dem Heiltrank und so. Genau. Ich würde sagen, wir gehen mal weiter. Stück für Stück einfach vorarbeiten. Ich glaube, wir müssen durch dieses Ding durch. Du bist gut, oder? Du magst mich, ja? Gut, wir sind Freunde. Du wirst mir sicher nicht perfekt sein. Da war der Heiltrank, da gibt es keinen Loot mehr für uns. Der hier hatte auch einen Heiltrank. Okay, der dann wahrscheinlich auch. Soll ich noch nachgucken? Ach komm, ist mir jetzt egal. Leute, die dieses Spiel auf 100% spielen, würden mich hassen. Ich bin voll damit einverstanden. Okay, wir gehen jetzt zu Kampf Nummer 2. Ich weiß nicht, sollen wir das alles noch in diesem Part machen? Autsch. Nee, ich habe keinen Schaden genommen. Okay. Ich würde aber sagen, bevor wir uns jetzt Stück zu Stück zu diesem großen Turm vorarbeiten, ja, setzen wir hier doch mal einen Cut. Ich weiß, ihr hasst es, wenn ich Folgen beende. An so spannenden Stellen wie jetzt zum Beispiel dieser hier. Aber irgendwann muss man ja auch mal eine Folge beenden. Kann ja nicht einfach 100 Stunden Video machen. Kann ich nicht in der Qualität. YouTube unterstützt nämlich nur bis 300 GB Videos. Danach einfach nicht mehr. Auf jeden Fall. Wenn euch das Ganze gefallen hat, positive Bewertung. Ihr kennt das ganze Geschnösel. Wir sehen uns. Ciao, Leute.